Schön, dass du hier bist. Ich habe ein gutes Gefühl bei dieser Spur, Rita. Das könnte bedeutsam sein. Bedeutsam genug, um diesen Fall zu lösen. Finch, ein Gefühl reicht nicht aus. Wir brauchen Beweise. Eindeutige Beweise. Okay, wie wäre es mit einem geheimen unterirdischen Tempel? Ich habe nämlich einen gefunden, tief in den Tunneln dort. Und ratet mal, wem er gewidmet ist. Sabaton. Ja, naja, irgendwie schon. Er ist Satona gewidmet. Sabaton, bevor sie eine Schargöttin wurde. Man muss sich das mal ausmalen. Stellt euch nur mal vor, was da unten vergraben ist. Vorstellen? Du hast das Objekt also noch nicht gesehen? Ich habe es nicht zu Gesicht bekommen, aber ich weiß, dass es mächtig ist. Mächtig genug, um einen ganzen Haufen Brot anzuziehen. Wenn dieses Objekt hält, was du versprichst, dann ist es die Sache wert. Bleib wachsam, Hüter. Das dürfen wir uns nicht entgehen lassen. Der Hohn ist noch stärker verschanzt als beim letzten Mal, als wir hier waren. Oh ja, der Hohn hat sich hier tief eingegraben. Also Finch, erzähl uns mehr über diesen Tempel. Woher weißt du, dass er Satona geweiht ist? Ich habe nur kurz hineingeschaut, aber die Statue da drin sieht genauso aus wie sie.
Also hat Savathun ein Mausoleum für ihr jüngeres Ich gebaut und es dann aufgegeben. Warum? Ich weiß es nicht. Aus Scham? Wer schämt sich nicht ein bisschen für seine Vergangenheit? Das ist also der Tempel, den Savathun sich selbst gewidmet hat. Er ist... Beeindruckend, nicht wahr? Man kann Savathun nicht vorwerfen, zu bescheiden zu sein. Diese Brücke von hier aus nicht runterlassen. Es muss einen anderen Weg geben. Benutze deinen Verstand, Hüter. Du bist schon zu weit gekommen, um mit leeren Händen umzukehren.
bevor ihr in den Tempel geht, sollten wir Wetten abschließen, was ihr dort finden werdet. Technisch gesehen habe ich kein Glimmer, aber ich habe eine ziemlich solide Theorie, die auf dem basiert, was wir bis jetzt gefunden haben. Jetzt ist kein guter Zeitpunkt, Finch. Ja, lenk den Hüter nicht ab. Wir wetten bereits darauf, dass dieses Ding die Antworten hat, die wir brauchen. Das Schicksal des Reisenden und der letzten Stadt hängt davon ab. Diese Platte in der Mitte sollte die Zugbrücke herunterlassen. Endlich. Ikora, wir lassen jetzt die Zugbrücke herunter. Gut. Sobald ihr drin seid, begebt euch direkt zu der Statue, die Finch beschrieben hat. Wenn dies dem Muster entspricht, sollte das Objekt in der Nähe sein. Geist, habt ihr das Objekt schon gefunden? Das Einzige, was hier ist, ist die Statue. Was? Es muss noch etwas anderes geben! Thank you.
Forer. Es tut mir leid, aber es sieht nicht so aus, als gäbe es hier etwas außer der Statue. Finch, bitte sag mir nicht, dass der Hüter das alles umsonst gemacht hat. Nein, nein, hier ist etwas, ich schwöre es. Moment, was ist, wenn die Statue selbst das Objekt ist? Oder ein Teil der Statue. Der Wurm sieht aus wie ein separates Stück. Natürlich. Das ist schließlich Savatuns Tempel. Da muss ein Trick versteckt sein. Aber das ist unmöglich. Das ist ein Ahamkara. Was? Ich wusste es nicht. Ich wusste, dass die Ahamkara nicht verschwunden sind. Ich wusste, dass es noch einen gibt. Mindestens einen. Die letzte ist gestorben, als sie die träumende Stadt verflucht hat. Das muss eine weitere Illusion sein. Ikora hat recht. Es ist eine Illusion, aber eine sehr, sehr realistische. Magie, die diese Illusion erzeugt, ist begrenzt. Wenn ihr flieht, kann er euch nicht folgen. Keine Chance. Der Ausgang ist komplett blockiert. Der Huhn da muss allerdings auch irgendwo hergekommen sein.
Natürlich hatte dieser Ahamkara noch einen Trick auf Lager. Wir müssen einen Ausgang finden. Schnell! Ikora? Finch? Irgendwelche Vorschläge? Schätze, wir sind auf uns allein gestellt. Na dann mal los, Hüter. Geist? Hüter? Bitte melden. Seid ihr da? Wir sind hier, Ikora. Und auf dem Weg zur Oberfläche. Und ihr habt das Objekt, richtig? Andernfalls war das eine riesige Zeitverschwendung. Wir haben es. Danke für deine Besorgnis, Finch.